Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal nichts Buchtechnisches, denn ich habe in Berlin tatsächlich kein Buch gekauft. Ich habe mir 3, 4, 5 abfotografiert, die ich entdeckt habe und spannend fand. Und ich denke, ich werde da jetzt einfach mal gucken, wie groß die Lust dann auch noch ist, wenn ich sie mir auf die Wunschliste packe und dann mal sehen, was vielleicht da noch bei mir einzieht. Aber ich wollte ungern schwere Bücher nach Hause schleppen, die man ja auch im Grunde zu Hause kaufen kann. Ja, ich war ein etwas längeres Wochenende in Berlin und habe da liebe Menschen getroffen und natürlich auch geshoppt und das nicht zu wenig. Und ich dachte, ich mache hier einfach mal so einen Komplett-Haul, was ich alles so ein bisschen gekauft habe, von Funko über Yankee Candle, Kiko, Lush, Rituals, DM war ich auch kurz und ich habe auch ein neues Magazin entdeckt in Berlin, dass es bei mir in Hof irgendwie noch nicht gegeben hat. Und ich denke, wir fangen einfach mal so ein bisschen chronologisch an. Denn das Erste, was ich geshoppt habe, kommt in so einer schönen braunen Tüte daher. Und zwar Yankee Candles. Ja, ich benutze ja schon sehr lange Yankee Candles. Bestelle so 1-2 Mal im Jahr auch eine etwas größere Bestellung, wo halt dann wirklich gleich um die 10 Düfte vielleicht dabei sind. Und meine letzte Bestellung war, glaube ich, letztes Jahr mal im Herbst, als so diese Herbst-Winter-Düfte herauskamen. Und sonst kaufe ich auch gerne Yankee Candles im Thalia bei uns. Aber da bekommt man halt wirklich in der Regel nur so die typischen Düfte, die man halt dann auch schon kennt. Und auch immer mal so diese Editions, also wenn halt Frühling, Sommer, Herbst irgendwas da ist. Aber die Auswahl ist halt sehr begrenzt. Und bei uns im Müller gab es auch lange Zeit Yankee Candles die haben sie aber komplett abgeschafft. Und ich finde es halt schon schöner, einen Duft erstmal zu schnuppern, bevor man ihn dann kauft. Es ist halt bei Online-Bestellungen immer schwierig. Man glaubt dann manchmal der Duftbeschreibung, dass die einem gefällt. Und hier in Berlin im Europa Center, wenn ich mich jetzt nicht irre, gab es einen kompletten Yankee Candle Shop. Die hatten auch noch ein bisschen was anderes, wo ich mir auch was mitgenommen habe. Aber ich habe einiges an Tarts mitgenommen. Ich verwende ja Tarts, weil ich bei den Kerzen, bei den Housewarmern immer so meine Probleme habe. Ich habe halt Katzen und die sind bei Kerzenlicht sehr neugierig. Und wenn man halt eine Kerze auf dem Tisch hat, ist es halt sehr schwierig, dann einfach mal kurz aus dem Raum zu gehen, ohne dass vielleicht eine Katze irgendwie auf dem Tisch sich irgendwas ansenkt. Und deswegen habe ich halt ausschließlich aktuell Tarts, die in der Duftlampe etwas erhöhter stehen, wo von der Kerze dann eben auch die Katzen nicht hinkommen. Deswegen, ich habe nur Tarts und auch, glaube ich, fast nur Tarts, die ich nicht kenne. Und die zeige ich euch jetzt einfach mal nach und nach. Angefangen mit einem Nicht-Yankee-Candle-Duft. Und zwar gab es Candle Light Company. Und da habe ich mir den Duft Tahitien Coconut Colada gekauft. Ich habe den vorab bei der lieben Sandra schon schnuppern können, an dem Abend vorher, wo ich angekommen bin. Und ich fand den Duft so toll und der musste einfach mit. Und hier hat man eben nicht ein Tart im Sinne von wie bei Yankee Candle, sondern ein großes Stück, das eben in 6 kleine Stückchen unterteilt ist. Und man packt dann im Grunde immer eins dieser Stückchen, die man wie bei Rittersport heraustrennen kann, dann eben in seine Duftlampe. Und ich packe mal das Yankee Candle Video von der lieben Sandra und der lieben Nettie. Das ist super lustig, guckt da mal rein. Mal in die Infobox, weil da ist natürlich die Anfixung dann besonders groß gewesen. Und ich freue mich sehr auf diesen Pina Colada Duft und er riecht für mich wirklich nach einer tollen Kokosnuss mit so einem Hauch Spritzigkeit der Ananas und ich finde den wirklich toll. Also ich bin da sehr, sehr gespannt. Dann ein Duft, der mich bei der lieben Sandra im Grunde erwartet hat. Sie hat mein Gästezimmer beduftet mit Delicious Guave. Das ist so ein orangener Duft und würde ich so dran riechen, würde ich sagen, riecht irgendwie zu frisch. Also hat so einen extrem frischen Duft, wo man sagt, riecht auch irgendwie nach Putzmittel. Da ich aber weiß, wie dieser Duft warm riecht und er roch da unglaublich weich und angenehm und fruchtig und hatte gar nicht mehr so diese frische Note. Und ja, der durfte gleich 2-mal bei mir einziehen, weil ich den warm in meinem Gästezimmer einfach so toll fand. Ja, also wirklich großes Kino, was das Duftergebnis angab. Und da mussten einfach 2 einfach schon mal mit, weil ich einfach wusste, dieser Duft gefällt mir. Ja, Peony ist nichts anderes als eine Pfingstrose und die fand ich
super angenehm. Also wenn ich an diesen Tat rieche, habe ich wirklich das Gefühl, ich rieche an meinen Pfingstrosen, die ich aus meinem Garten hole. Da haben wir weiße und rote Pfingstrosen. Wir haben auch späte Pfingstrosen. Und ich liebe Pfingstrosen. Und ich schnapp mir da auch immer eine Blüte und stelle mir die in die Wohnung, weil dann auch das ganze Wohnzimmer danach riecht. Und genauso riecht diese Pfingstrose ja, einfach unglaublich lecker und absoluten Duft für mich. Dann Summer Scoop, das sieht man schon so ein bisschen am Label. Das riecht für mich absolut nach Erdbeereis. Also man hat wirklich das Gefühl, man macht dieses, kennt ihr noch dieses Dreiereis, wo Schoko, Erdbeer und Vanille drin ist? Und man macht das so auf und dann kommt einem ja immer erst der Erdbeerduft entgegen. Und genauso riecht das super lecker. Ich hoffe, er ist warm, nicht zu süß. Aber so riecht er wirklich schon mal unglaublich gut. Dann ist das, glaube ich, hier schon ein Herbstduft, wenn ich mich nicht irre. Mulberry and Fig Delight. Also hier Maulbeere und eine Feige. Und ich finde, man riecht hier dieses wunderbar Beerige und auch diese Feige, die halt sehr... Feigen haben so einen ganz bis... Also für mich immer so einen Urlaubsduft. Gerade wenn man ja so in Nordafrika unterwegs ist, isst man ja gefühlt ständig Feigen. Und genauso riecht das. Also das habe ich direkt so eine Urlaubsassoziation. Ja, ein wunderschönes Label, wie ich finde. Und riecht wirklich super lecker. Dann habe ich den Lieblingsduft von Netty mir mitgenommen. Black Plum Blossom. Ein dunkellilaner Duft, der unglaublich gut riecht. Der ist wirklich ja, einfach der Hammer. Also ja, ich finde, man riecht wirklich die Pflaume. Und es riecht wirklich nach einem Pflaumenmus. Es riecht unglaublich gut. Ist noch irgendwas drin, was ich nicht erkenne? Ja, es ist so eine Vorstufe von der Pflaume. Es ist ja die Blüte. Also sehr lecker und gefällt mir auch sehr gut. Und dann Duft, den ich auch bei Sandra gerochen habe und dachte, der muss mit. Und zwar Tobago Flower, also die Tabakpflanze. Und ich habe eine Tabakpflanze mal lange Zeit in meinem Schlafzimmer stehen gehabt, weil die auch einen sehr klärenden Duft hereinbringt und dafür auch bekannt ist, dass sie eben im Schlafzimmer eine gute Atmosphäre zaubert. Und die riecht unglaublich gut, dieses Tart. Das kann ich mir unglaublich gut vorstellen. Dann ein etwas quietschigeres Tart, zumindest von der Farbe. Pineapple Cilantro, also die Ananas mit Cilantro. Was könnte Cilantro sein? Eine Blume. Und hier hat man wirklich den puren Ananasduft. Ich rieche hier ganz viel Ananas, aber nicht so extrem säuerlich, wie man eine Ananas vielleicht kennt, wobei ich Ananas auch super gerne esse. Und hier ist noch so eine weiche Note mit drin. Super, super lecker, gefällt mir gut. Und der letzte ist dann, ich glaube, es war die Sommer Edition Viva Havana. Ach, der riecht unglaublich gut. Das ist auch eine von der Farbe und vom Label wunderschön gemacht. Und ich habe den schon so oft in den Warenkorb reingelegt. Aber ja, ich bin halt online immer so ein bisschen, ja, da kann man mich nicht so überzeugen, neue Düfte zu bestellen. Aber der, ich kann gar nicht sagen, nach was er riecht. Also er riecht nicht nach Havanna. Havanna hat nicht so gut gerochen wie dieser Tart. Aber es riecht gut. Es riecht gut. Also es riecht so ein bisschen, ja, nach einer Stadt. Aber es, wenn man die Abgase wegnimmt, es riecht halt so ein bisschen nach Gewürzen und irgendwie so ein bisschen, ja, nach Küste. Ja, es riecht irgendwie gut. Ich habe jetzt leider die Beschreibung mir nicht rausgesucht, aber er riecht gut. Und der hat mich wirklich auch angesprochen und ja, der durfte mit. Ja, das waren soweit die Yankee Candles und die Candle Light Company. Und ja, sehr angefixt hat mich noch ein Duft, so ein grüner mit Macaron irgendwas. Den gibt es aber aktuell nicht mehr in den Läden, den müsste man online bestellen. Und auch sehr angefixt hat mich Honig Lavendel. Das ist eine Limited Edition, die es nur im großen House Warmer gibt und... Ja, mal gucken. Vielleicht lege ich mir mal so einen Housewarmer zu und gucke mal, wie meine Katzen da so reagieren oder suche mir einen Platz, wo ich den hinstellen kann, ohne dass sie rangehen. Das ist halt einfach bei neugierigen Katzen immer, finde ich persönlich, ein bisschen gefährlich. Aber die beiden Düfte haben mich noch sehr angefixt und ja, auf den Weg zwischen Yankee Candle und KDW sind wir an einem DM vorbeigekommen. Ich habe da tatsächlich nichts Spektakuläres gekauft, weil ich natürlich sage, ja, einen DM habe ich auch zu Hause. Aber ich habe diese coolen Flipflops entdeckt und habe mir die mitgenommen. Wir haben die von der Form, also hier mit diesen Blumen, mit dieser, ja, mit diesem geilen Orange, dem Aprikot und eben auch mit dieser Sohle, unglaublich gut gefallen. Und für mich geht es ja im Oktober nochmal an einen Strandurlaub und da sind die jetzt nicht nur
im jetzigen Urlaub einfach, ja, ich, wenn Urlaub habe, ich laufe gefühlt nur in Flipflops und offenen Schuhen durch die Welt. Sind die ideal, sondern eben, ja, natürlich dann auch für den Strandurlaub. Da braucht man dann nur ein paar Schuhe. Also ich bin da sehr minimalistisch auch im Urlaub unterwegs. Und ja, hatte auch Glück, dass es noch mal eine Größe gab. Also ich habe ja relativ große Füße, irgendwas zwischen 40 und 41. Und ich glaube, dass die gut passen. Die haben, glaube ich, 4 Euro gekostet und durften mit. Dann gibt es, ja, das neue Einhorn-Duschgel mit einem V-Tier. Und ich finde das so niedlich. Ich habe das irgendwo auf Instagram gesehen und habe mir das Duschgel mitgenommen. Born to be lazy. Ich finde das total niedlich gemacht. Also ja, ja, ich bin Verpackungsopfer, zumindest bei Duschgelen. Und ja, man hat hier einen sehr fruchtig süßen Duft. Ich muss sagen, der Duft überzeugt mich nicht ganz, aber das ist ja nur ein Duschgel. Von daher, aber es sieht einfach niedlich aus und ja, macht sich jetzt bestimmt sehr gut im Bad. Dann habe ich etwas Neues von Balea entdeckt. Schönheitsgeheimnisse, feuchtigkeitsspendendes Shampoo. Und ich bin ja jemand, der wirklich darauf achtet, Marken zu verwenden, die keine Tierversuche machen. Und das ist ja bei Balea der Fall. Und man sieht hier schon, dass das ein bisschen eine Nachmache von Garnier ist, die ja mit diesen Naturwundern-Dingensen-Reihe sehr erfolgreich, glaube ich, auch sind. Und das ist eben auch für trockenes Haar, für Feuchtigkeit und Balance. Und wichtig ist mir auch, dass keine Silikone drin sind. Und ach, das riecht ja auch wirklich lecker. Sehr nach Kokos. Mir gefällt das Packaging sehr, sehr gut, auch wenn es kopiert ist. Mir hat das auch Schönheitsgeheimnisse, hieß es nicht, heißt es jetzt? Wie heißt es denn bei Naturgeheimnisse? Ich weiß es gerade nicht bei Garnier. Und ja, man kann jetzt sagen, es ist vielleicht verwerflich, dass man als Balea da etwas nachmacht. Ich finde es persönlich nicht so schlimm. Dementsprechend freue ich mich sehr auf dieses Duschgel. Dann habe ich die neue Catrice Limited Edition entdeckt, die sich da nennt, ja, ich bin da gar nicht mehr auf dem neuesten Stand, Soleil d'été, also ich spreche kein Französisch, dementsprechend, ja, hier im wunderschönen rosé-goldenen Packaging habe ich die Farbe 02 Meat Metal. Also man sieht hier, das ist schon sehr metallisch gehalten. Ein sehr toller Lippenstift, der wirklich viel, viel schimmert. Hatte den in Berlin auch schon mal drauf und gefällt mir unglaublich gut. Und dann dürfte aus dem neuen Essence-Sortiment ein neuer Bronzer Blush mit, Metallic Chrome Blush, der für mich aber definitiv mehr was von ja, einem Bronzer hat. Und es heißt hier auch The Beauty and the Bronze. Und das ist wirklich ein wunderschön, also auch wieder wunderschön gepresst. Und ja, freue ich mich jetzt auch sehr, den dann zu verwenden, weil ich finde, Bronzer geht gefühlt einfach immer. Ja, nach dem DM ging es dann ins KDW und das ist totale Reizüberflutung, wie ich finde. Wir wussten aber, dass wir in die Spielzeugabteilung wollten, denn wir wollten Funkos shoppen. Und ich bestelle meine Funkos sonst ja wirklich ausschließlich über Amazon oder ich weiß auch, dass man bei EMP bestellen kann. Und ich wollte eigentlich so als Erinnerung an Berlin Samwise Gamgee mitnehmen, der mich dann eben an Berlin erinnern sollte. Leider hatten sie die Herr-der-Ringe-Figuren nicht vor Ort, aber doch relativ viel Auswahl. So richtig entscheiden konnte ich mich aber nicht. Ich hätte auch gerne vielleicht noch Luna Lovegood mitgenommen, hatte auch noch so, ja, mit der einen oder anderen Disney-Prinzessin überlegt und habe dann etwas Kleines, Süßes entdeckt in so einer süßen Verpackung, also total schnucklig. Und zwar sind das Schlüsselanhänger. Ja, und zwar habe ich mir den Schlüsselanhänger der Ariel mitgenommen. Und der ist einfach unglaublich niedlich gemacht und wird einen Platz in meinem Auto am Spiegel bekommen. Und ich finde den super niedlich. Also ja, es gab in klein noch den verrückten Hutmacher und auch die Grinsekatze, den ich auch sehr niedlich fand. Aber es durfte dann die kleine Ariel mit und ja, einfach niedlich gemacht. Und also ja, ein absolutes kleines Highlight, die ich wirklich total schnuckelig fand. Und dann durfte im KDW auch noch ein wunderschöner Stickerbogen mit, ja, mit Paris-Motiven, die aussehen wie Briefmarken, ebenfalls wunderschön gemacht. Und ja, man kann Sticker natürlich auch bei mir kaufen, aber
ja, wenn ich jetzt mein Bullet Journal immer mal wieder ein bisschen dekoriere, bei jedem Sticker denkt man dann halt so zurück an diese kleine Reise. Nach dem KDW sind wir dann, glaube ich, erstmal noch in so einer kleinen Buchhandlung gewesen, wenn es eine Buchhandlung war. Und da habe ich nach Magazinen geguckt. Und zwar habe ich mir die erste Ausgabe von Hygge mitgenommen. Und Hygge ist ja das Glücklichsein-Prinzip aus Norwegen, Schweden. Also aus Skandinavien. Und ich habe hier noch ein Buch auf dem Sub liegen, das sich um dieses Thema beschäftigt. Und ich habe die Hygge entdeckt in der aktuellen Flow als Zeitschriften-Tipp und habe sie leider in Hof nicht bekommen und dachte, na, in Berlin wird es die auf jeden Fall geben. Und so war es dann auch. Und die erste Ausgabe steht unter dem Motto Ein Sommer mit Freunden, was natürlich für das Wochenende schon perfekt gepasst hat. Und ich bin sehr, sehr gespannt und ich denke, ich werde auf jeden Fall in der nächsten oder übernächsten Bücherwoche dann auch über den Inhalt sprechen. Also wenn euch das interessiert, guckt da einfach immer mal in die Bücherwochen, da spreche ich ja öfter über meine Magazine. Dann ging es in Richtung Dussmann und Dussmann ist eine 3- oder 4-stöckige Buchhandlung, in der es gefühlt alles gibt. Also das ist wirklich der Wahnsinn, was die an Auswahl haben, was die an Themenunterscheidungen haben. Und da haben wir uns auch bestimmt locker eine Stunde aufgehalten. Es war, unglaublich viel, aber tatsächlich, wie gesagt, dann kein Buch gekauft. Ich habe ein paar abfotografiert, die ich denke, vielleicht dann bei mir einziehen werden, die mich einfach sehr angesprochen haben, wo ich einfach mal gucken werde, ob ich die dann auch bei mir einziehen lasse. Ich glaube, sogar noch vor Dussmann waren wir noch bei Lush. Ich bin ja, schon länger ein Lush-Fan, bestelle da online eben auch Dinge, die ich gerne benutze, wo ich weiß, dass ich sie gut finde und kaufe aber im Prinzip vor Ort eben dann auch gerne mal etwas Neues, an dem ich schnuppern konnte, mir das anschauen konnte und so ein bisschen drüber nachdenken konnte. Und habe diesmal etwas Altbekanntes mitgenommen, mein Woosh. Das ist ein Dusch-Jelly. Das ich einfach liebe. Das ist perfekt für den Sommer, denn es riecht auch nach, also es heißt hier auch Woosh, wurde nach dem Geräusch von vorbeiflitzenden Deadlines benannt. Hilft dir bei Müdigkeit, Jetlag oder Prüfungsvorbereitungen fokussiert zu bleiben. Und das riecht halt wirklich nach Zitrone, nach Eukalyptus, nach Irish Moos. Es ist sowohl für den Körper als auch für die Haare und ist eine echte Duschbombe und Zitronenbombe. Und ich habe das gleich vor 2 Jahren gehabt und ich fand das so, so toll und freue mich, dass ich es jetzt dieses Jahr einfach nochmal benutzen werde. Das nimmt man einfach in die Hand, schäumt entweder erst die Hände damit ein oder geht gleich über den Körper. Es ist ein ganz tolles Gefühl. Und dann durfte mit etwas Neues und zwar eine Kosmetik, Gesichts- und Körperreiniger. Und es heißt hier so schön, mit diesem Reiniger strahlst du auf allen Fotos. Maisöl, Polenta, Maismehl und Zimt schenken dir und deiner Haut fröhliche Zeiten. Das nennt sich Let the Good Times Roll. Und es riecht nach Brot. Also es hat einen unglaublichen Brotteigduft, nur einen Hauch süßer. Und ich fand das toll. Und man nimmt irgendwie eine Erbsengröße und gibt das in die Hände und reinigt dann eben damit sein Gesicht. Und schön ist halt auch bei Lush, das ist ja auch tierversuchsfrei, es ist Naturkosmetik, die ist handgemacht und die hier ist zum Beispiel auch selbst konservierend und ich freue mich darauf. Bin sehr gespannt, ich hoffe, dass das was für meine Haut ist. Es heißt, hieß im Laden auch, es ist eben auch was Feuchtigkeit der Haut schenkt und das ist ja was meine Haut ganz dringend braucht. Und ist auch ganz frisch am 21.07. gemacht worden. Ist, glaube ich, 3 Monate haltbar. Also man muss sich da schon auch anstrengen, dass man es in den 3 Monaten aufbraucht. Aber ich freue mich da drauf. Und dann, wo gehe ich jetzt damit hin? Dann durfte ich mir eine Probe aussuchen. Ich habe mir etwas für den Körper mitgenommen. Und zwar habe ich bekommen sanft peelendes Duschgel. Und auch hier haben wir frische Zitronensaft, sanfte Mimose und belebender Jasmin wecken dich auf und stimulieren deine Gehirnzellen. Welche Zellen? Ja, das kommt ja immerhin so. Man muss nur ein bisschen jetzt hier mit dem Aufkleber aufpassen, damit man am Ende noch weiß, was es ist. Und das kommt ja immer in so kleinen Döschen daher. Und da wird man ja auch gefragt, für was man das gerne hätte. Wir hatten noch einen Conditioner, hat glaube ich Sandra bekommen. Und Nettie hat sich was fürs Gesicht mitgenommen. Es riecht unglaublich gut, gefällt mir sehr gut. Und das ist halt das Schöne, man bekommt halt auch mal so eine Probe mit. Und wenn einem das wiederum gefällt, kann man das dann auch einfach zum Beispiel online shoppen, weil ich habe ja auch wieder
keinen Lush in der Nähe. Ja. Und da bleibt halt dann leider nur das Online. Aber was will man machen? Rausgehend aus dem Lush, oder war es sogar noch vor dem Lush, ich bin ein bisschen durcheinander, ist aber nicht schlimm, habe ich auch noch einen Kiko entdeckt. Und ja, ich mag Kiko ja auch sehr, sehr gerne. Habe da auch schon einige Produkte. Ich mag vor allem die Eyeshadows. Und ich habe mir auch diesmal einen mitgenommen, der mir als Tester einfach unglaublich gut gefallen hat. Und der kommt hier in dieser sehr edlen schwarzen Verpackung daher. Und zwar hier in... Wahnsinn. Also dieser Schimmer ist der Hammer und der ist eben nicht nur trocken aufzutragen, sondern eben auch feucht aufzutragen. Und das ist die Farbe 200, gehe ich jetzt mal davon aus. Und es ist ein langanhaltender Wet and Dry Eyeshadow und der ist wirklich der Hammer. Also ich war da wirklich so angetan, also man hat auch einen Spiegel hier mit drin, so angetan von dieser Farbe, das ist echt der Hammer. Die hat mir so gut gefallen und ja, man hat natürlich genug Lidschatten und ich habe mir auch erst vor kurzem hier die Catrice-Palette mitgenommen. Aber ja, die Farbe ist also einfach in keiner Palette drin und einfach wunderschön und musste dementsprechend dann natürlich mit. Dann sind wir auch an einem Richards vorbeigegangen. Auch ja, hier ist halt einfach der Fall, ich habe zwar einen Douglas, aber da bekommt man ja gefühlt ganz wenig Auswahl von Richards und schon gar nichts Neues. Und was es leider gar nicht in meinem Richards gibt, also in meinem Douglas, wo es Richards gibt, es gibt diese Teeboxen nicht. Und ich habe mir, glaube ich, jetzt meine vierte Teebox gekauft. Auf jeder Reise, wo ich einen Richards entdeckt habe, ich glaube angefangen tatsächlich vor 3 Jahren in Frankfurt, vor 2 Jahren in Berlin, in Köln und dann glaube ich nochmal in Leipzig. Ja, es ist meine vierte Box. Kaufe ich mir so diese Teeboxen und diesmal ist es die zu Happy Yoga, glaube ich, nein, Happy Yogi. Flow, Happy Flow, Happy Yogi, zu dieser orangenen Reihe geworden, die ich auch sehr, sehr schön finde und ja, die mir unglaublich auch gut gefallen hat und ja, die erinnert mich jetzt sozusagen dann auch an Berlin. Und dann sind mit eingezogen 2 Duschschäume, weil ich mich einfach zwischen diesen beiden dann nicht entscheiden konnte und ich mag die Duschschäume super, super gerne von Richards. Ich finde die 9 Duschschäume, ja, Katze auf Tüten. Da ist aber nichts drunter, mein Schatz. Die 9 Duschschäume, die es bei Müller gibt, diese Hamam-Reihe, die riechen auch unglaublich gut und sind von der Konsistenz ähnlich wie die von Richards und natürlich nur die Hälfte günstiger, aber man gönnt sich ja sonst nichts. Es durfte mit The Ritual of Sakura ein unglaublich toller Duft, der riecht nach Reismilch und Kirschblüte und genauso riecht er. Und ich fand den so toll. Also ich habe da 2-3 Mal dran geschnuppert und gesagt, der muss mit. Und dann gibt es eine Sommer Edition Express Your Soul bei Rituals, Verbena und Petit Grand. Keine Ahnung. Sieht auch von der Verpackung super schön aus und riecht unglaublich frisch. Also wirklich toll. Da habe ich sogar einen Moment mit der Körperbutter nachgedacht. Die hat aber dann leider doch geschimmert und geglitzert und ich bin tatsächlich nicht so der Fan von Schimmern auf der Haut, so, ne, das ist, ja. Und zwar ist das eine Limited Edition ja, die ist bei Mad C, also vom verrückten C sozusagen entstanden und riecht einfach super sommerlich und freue ich mich jetzt auch einfach die nächsten Tage und Wochen, also so ein Ding hält ja auch ewig, dann immer mal zu verwenden und ja, sich damit etwas Gutes zu tun. Auch bei Richards gab es eine kleine Probe und zwar die übliche Handcreme. Ich glaube, die habe ich schon 2 oder 3 Mal auch gehabt. Das ist die Gingos Secret und ich mag die. Ich finde auch die kleine Größe praktisch, weil ich packe mir die dann immer in die Tasche. Ich habe auch so eine im Büro und ja, die werde ich jetzt einfach dann zu Hause mal liegen lassen, bis eine der beiden leer ist. Und freue ich mich aber drauf, dass man da eben auch mit Pröbchen versorgt wird. Dann waren wir in einem Buchladen im Langen Blomqvist, wenn ich mich nicht irre. Das ist ein Geschäft, wo man Menge Exemplare bekommt oder reduzierte Bücher. Auch da bin ich umhergeschlichen, habe aber tatsächlich nicht so richtig gefunden, was mich angesprochen hat. Ich habe einen Moment mit die Fotografin geliebäugelt. Es ist aber halt auch so ein Wälzer, wo ich denke, Mensch, so wenn du da immer unterwegs was liest, gehe ich halt wirklich gerne bei Wälzern auch auf dem Hörbuch oder auf den E-Book-Reader. Dementsprechend habe ich es da nicht mitgenommen. Und ja, habe da, glaube ich, auch ein Foto gemacht von dem Buch, das mich angesprochen
hat, aber nichts mitgenommen. Dann sind wir noch an einem Bodyshop vorbeigekommen und da habe ich auch an vielem geschnuppert und habe mich dann bei den Reisegrößen umgesehen. Der Bodyshop ist ja auch etwas, was ich überhaupt nicht bei mir irgendwie in der Gegend habe und auch nicht so auf dem Schirm habe. Sandra ist aber ganz verliebt in die The Bodyshop Produkte und so habe ich mir jetzt 3 Reisegrößen mitgenommen und das dritte war sozusagen dann umsonst, also 3 für 2 und habe sozusagen... Ich habe 2 Duschgele mitgenommen und eine Haarbutter und 1 der Duschgele war jetzt sozusagen umsonst. Und zwar habe ich mitgenommen Wild Argan Öl, was auch farblich ganz, ganz toll ist und es riecht halt wirklich nach Öl. Also ich finde, das hat einen ganz, ganz tollen Duft und ist halt auch perfekt, einfach wenn man unterwegs ist. Es durfte mit Fuji Green Tea und das riecht wieder unglaublich frisch, ist also perfekt für morgens oder nach dem Sport. Ja, oder einfach nach einem heißen Sommertag, wenn man sich dann duscht. Und dann eben die Rainforest Moisture Haar Butter für trockenes Haar. Und die fand ich auch vom Duft einfach unglaublich. Und ja, meine Haare brauchen jetzt nicht die Überpflege, weil sie natürlich kurz sind. Aber ich finde, Feuchtigkeit in den Haaren ist immer ganz wichtig, gerade nach einer Blondierung. Und ja, dementsprechend freue ich mich da sehr drauf, die zu verwenden. Ist ja auch tierversuchsfrei und hatte, glaube ich, auch keine Silikone. Genau, und auch keine Parabene, was ich auch immer wichtig finde. Und ich glaube, das war es so im großen Shopping-Tour technisch auf jeden Fall. Wir waren dann noch in dem TK Maxx, da hat uns aber nichts angesprochen. Wir waren dann aber irgendwann noch in einem Butlers. Und da habe ich extra Symbole für meine Leuchtlampe mitgenommen. Ich glaube 20, ja, ergänzende Trendsymbole für 3 Euro. Man sieht hier hinten die Symbole, die drin sind. Und ja, mich hat natürlich der Flamingo angesprochen und die Melone und die Ananas und das Einhorn. Und ich habe direkt auch schon mal meine Lichtbox dekoriert mit meinem Sommermotto Winds of Summer, was ja inspiriert ist von George R. Martins Winds of Winter, was ja sein nächstes Buch, glaube ich, wird. Und auch, glaube ich, die letzte Folge der 6. Staffel hieß so. Und ja, da gab es einiges. Es gab auch bunte Buchstaben, es gab noch verschiedenste Figuren. Mir hat aber halt wirklich hier einfach das sommerliche, fruchtige sehr, sehr gut gefallen. Und wenn ich mich jetzt so umschaue, glaube ich, war es das, was ich soweit in Berlin geshoppt habe. Ja, es war eine ganze Menge. Das macht man natürlich nicht jeden Tag, gar keine Frage, aber so als ein Shopping-Erlebnis im Jahr oder, na, man macht das ja vielleicht so 1, 2, 3 Mal im Jahr, ist das absolut in Ordnung und ich freue mich wirklich über die Dinge und es war ein ganz, ganz tolles Wochenende. Ich danke auch nochmal allen Menschen, die daran beteiligt waren, ja, dass sie die Zeit sozusagen mit mir, ja, wunderbar verbracht haben und wir wirklich tolle Stunden, Tage hatten und, ja, liebe Menschen sind einfach ganz viel wert. Und ja, von diesen Momenten zerrt man dann natürlich auch sehr, sehr lange und hat was davon. Und jetzt liegen ja auch noch über 2 Wochen Urlaub vor mir, in denen ich mich jetzt dann hoffentlich auch wieder gut von dieser Reise entspannen kann. Und hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit meinem Berlin-Haul. Vielleicht kennt ihr ja schon den ein oder anderen Duft oder das ein oder andere Produkt oder könnt irgendwas bei Lush und Rituals irgendwie empfehlen. Dann könnt ihr mir das natürlich gerne mal in die Kommentare schreiben, würde ich mich sehr, sehr darüber freuen. Hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video, wünsche euch nun noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis bald. Tschüss, eure Steffi.